Es gibt ab heute eine kleine Veränderung in dem Projekt. Ist eine ganze Menge und irgendwann, wenn es zu viele hier werden. Sieht top aus, Alter. Gefällt mir richtig gut. Wovor hattest du in deiner Kindheit Angst? Jo Leute, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Wir sind heute wieder in unserer Welt und vielleicht seht ihr es schon. Es gibt ab heute eine kleine Veränderung in dem Projekt und zwar hatte ich ja in den letzten, lasst mich nicht lügen, 48 Folgen, die Hardcore-Herzen. Warum das so ist, kann ich euch kurz erklären. Oder so war ich, hatte Hardcore-Modus eingestellt und vielleicht war ich vor mehr als 40 Tagen noch ein bisschen döver als jetzt und habe gedacht, Hardcore wäre einfach nur die schwerste Version und nicht, dass man eigentlich die Welt löschen muss, sobald man halt stirbt, was auch nie meine Intention hinter diesem Projekt hier war im Übrigen. Und daher habe ich auch, wie hier nochmal in dem Clip eingeblendet. Kann mir kurz jemand erklären, warum das... Hilfe? Dadurch habe ich nach jedem Tod mich einmal in Game Mode 1 und das beichte ich euch. Ich habe mich in den Game Mode 1 gesetzt. Es tut mir leid, aber keine Sorge, ich habe nichts gemacht. Ich habe mich in Game Mode 1, Game Mode 0 gesetzt und dann bin ich die Welt rejoined, damit ich im Prinzip wieder meine Welt weiterspielen kann. Und das habe ich nach jedem Tod gemacht. Mehr war das eigentlich nicht. Ich glaube, ich bin 3-4 Mal gestorben. Das habe ich jetzt gefixt bekommen. Ich habe letztens mit einem Mate geschrieben und der hat mir gesagt, jo, das geht eigentlich voll easy hier und so und so. Da habe ich das gemacht und wie ihr seht, haben wir jetzt normale Herzen. Heißt, wir können sterben und respawnen ganz easy wieder. Also es ist kein Problem. Ich muss mir nicht mehr den Aufwand machen. Und ja, daher haben wir jetzt die normalen Herzen. Und ich muss euch gleich nochmal was zeigen. Denn währenddessen ich AFK war und scheinbar habe ich während der Zeit dann auch mein Bett irgendwo hingestellt, wo ich nicht weiß, wo es ist. Und zwar sieht das alles hier so aus. Wir haben jetzt hier ganz viele Hühner einfach so auf schnell gespawnt, auf zack. Beziehungsweise habe ich die ganze Kacke hier abgerissen und das spawnt jetzt hier einfach die Hühner. Und deswegen haben wir jetzt hier so viele. Ist eine ganze Menge und irgendwann, wenn es zu viele hier werden, dann werde ich hier einmal rumgehen und mit meinem Schwert alle absammeln, beziehungsweise könnte ich das jetzt auch gleich machen. Ich vermehre die jetzt auch einmal und dann sammle ich die einmal alle ab. Aber wie ihr seht, haben wir jetzt hier jede Menge an Hühnern und ja, die kill ich jetzt einfach. Das geht ja relativ schnell durch den Schwertschwung und wir bekommen dadurch scheinbar auch übelst viele Level, um das mal ganz nebenbei zu sagen. Hopp, durch unser Looting-Schwert bekommen wir auch... Ja, massig viel an dem, was wir brauchen, und zwar Essen, sowie Federn. So, und ach so, Leute, ich habe übrigens, wie es gesagt, ich stand hier AFK hier auf meiner Welt und die Eisenfarben hört nicht auf. Hier, die Kiste ist voll, hier ist jetzt auch fast voll, hier ist alles voll. Also, wir haben auf jeden Fall genug Eisen und es produziert ja auch immer weiter. Wo ich auch übrigens sehr glücklich drüber bin, weil ich habe mir die ganze Zeit übelst den Stress gemacht wegen Eisen, war ja auch manchmal stundenlang farmen. Und jetzt haben wir die Quelle dafür geregelt und alles ist gut, deswegen. Ja, ich mache mich jetzt ran, den Wald einmal abzubauen, weil ihr habt ja gerade auch schon gesehen, ich habe ja letzte Folge den Wald gepflanzt. Oder habe ich das gemacht, während das nicht auf war? Naja, auf jeden Fall habe ich entweder in der Folge oder auch hier, als ich AFK stand, den Wald da unten gepflanzt. Und wie ihr wisst, ja, ich muss ihn leider abbauen. Deswegen, ja, kümmere ich mich jetzt darum. Och, das ist wieder eine wundervolle Arbeit und macht sehr viel Spaß, möchte ich erwähnen. No joke, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Spaß das macht, das hier abzufarmen, ne? Also wirklich jetzt, ich bin hier so happy bei und ihr kriegt das nicht mit, wie glücklich ich dabei bin, das hier abzufarmen. Das ist unfassbar. So, Leute. Also, ich habe hier jetzt alles abgefarmt, Alter. Was eine Arbeit, also wirklich. Und da scheint noch irgendwo was drin zu hängen, muss ich gleich nochmal rausmachen. Wir haben jetzt, hier sind die... Ein paar Stacks an Eichenholz, glücklicherweise, also das, was ich auch haben wollte, zusammen. Und jetzt würde ich direkt sagen, legen wir mal mit der Planung los, die ich hier einschlagen will. Nicht einschlenken will, ja moin. Denn ich habe euch das ja die letzten Folgen immer so ein bisschen wenigstens erklärt, wie ich das ungefähr plane. Und irgendwie habe ich zurzeit jede Menge Bugblocks. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Nur ich denke, die Planung, die ich hier habe, ist auf jeden Fall sehr gut. Ich muss halt nur schauen, dass ich sie richtig umsetze. Das ist so das A und O. So, 1, 2, 3, 4, 5 Block. Dann geht es hier lang so. 1, 2, 3, 4, 5 Block. Und jetzt ist die Frage, da würde ich wieder ein bisschen gerader gehen, heißt. Und hier kommt dann die Säule. Und ab der Säule dort, die wir jetzt hier haben, und oh, das hat aber gerade schon wieder geruckelt. Ab der Säule hier
geht es dann höher. Heißt, wir gehen 1, 2, 3, 4, 5. Auf jeden Fall ein ganzes Stück in die Höhe. Dass es nämlich alles auch so passt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich muss mal überlegen. Ich weiß noch nicht, wie weit ich hier in die Höhe gehe. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall mehr als das, was ich jetzt hier stehen habe. Weil ihr müsst euch ja vorstellen, das hier ist ja alles Boden. Das gehört ja, also das hier ist ja Boden, wo ich dann draufstehe später. Boah, das ist immer so ein richtiges, also ich weiß nicht wie, also ich weiß, dass ich in den Aufnahmen, wenn ich das hier baue, ein bisschen, naja, zurückgehalten rede. Mir ist es in der letzten Aufnahme vor allem, in der vorletzten Aufnahme aufgefallen. Wenn ich baue so ein bisschen, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich rede halt so, als wäre ich übelst in Trance. Aber das liegt halt absolut daran, und dieser Ruckler, Alter, ich hoffe so sehr, dass es in 1.15 weg ist. Das liegt halt einfach daran, dass ich mir hier so viel vorstelle und mein Kopf hier so am Arbeiten ist, weil ich mir so die Bilder hier in meinen Kopf meißel, wie das später alles aussehen soll und wie ich mir das wünschen würde. Und daher werde ich manchmal echt ein bisschen sehr, sehr leise. Ihr wisst gar nicht, zwischen den Cuts, die ihr seht, also vorhin habe ich ja angefangen, das hier abzubauen. Ich höre hier nicht auf zu reden. Ich rede immer weiter, obwohl ich weiß, dass ich später rausschneiden werde. Einfach, damit sich meine Stimmenfarbe nicht verändert und damit ich nicht wieder in dieses Trance-Verhalten. Ich meine, ich kann es nicht beschreiben, wie es ist. Nicht, dass ich da zurückfalle. Und ja, deswegen. Das Ding ist, Leute, hier könnten wir dann die erste schräge Treppe einbauen, dass man hier hochkommt und dort schräg mit einer Treppe hochkommt. Und das Problem ist, genau hier, wo wir jetzt bauen, ist die ganze Zeit diese Rucklerstelle. Ich glaube, hier ist sie, ja. Genau dort wieder. Boah, ich hoffe so sehr, dass Optifine bald raus ist. Vielleicht ist es schon draußen, wenn die Folge hier kommt. Damit ich so schnell wie möglich auf die 1.15 updaten kann. Weil ich glaube, das fixt halt das Problem. So, Leute, ich habe das jetzt erstmal so geplant. Bedeutet, hier ist die Dreierreihe. Bam, und da geht es dann höher. Und hier den Abteil des Berges müssen wir dann wieder abtragen. Ist ja, denke ich, klar, aber das sollte nicht allzu viel Arbeit sein. Ist auch jetzt nicht so ein großer Teil. Wir haben hier tatsächlich nur... Oh, da steht ja ein Creeper. Hopp, so, zack, da ist er weg. Ich lösche hier gleich mal aus, dass hier nicht noch mehr spawnt. Nee, aber wir haben ja hier, jetzt ab hier, wäre ja dann erst die nächste Ebene. Heißt, man könnte das wieder so rumführen oder so. Irgendwie in die Richtung. Und dort wäre dann, glaube ich, also hier so rum, wäre der letzte Abteil. Ihr könnt euch das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Ich laber hier mir meinen ab, obwohl ihr es, glaube ich, eh nicht so wirklich im Kopf habt, wie ich jetzt gerade. Aber trotzdem, so ungefähr will ich das bauen. Wovor hattest du in deiner Kindheit Angst? Also, übrigens, dazu gibt es eine echt lustige Story. Weil vielleicht habe ich in meiner Kindheit abends, immer wenn ich abends auf Toilette war, ne, abends und in der Nacht, immer wenn ich da auf Toilette war, hatte ich Angst, dass ein Bus im zweiten Stock war ich auf Toilette, dass ein Bus durch die Wand fährt und mich überfährt, währenddessen ich auf Toilette bin. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was mein Kopf sich früher dabei gedacht hat. So, schließlich, mein Kopf muss sich ja irgendwie gedacht haben, yo, also es ist eigentlich normal so, dass, Busse durch die Wände fahren. Und ja, da müsst ihr euch vorstellen, saß ich immer auf dem Klo und in meinem Kopf hat sich so abgespielt, wie was jetzt passiert, wenn jetzt ein Bus durch die Wand gerast kommt und was ich unternehmen könnte, und damit ich nicht von dem Bus erwischt werde und sowas. So richtig strange einfach, wenn man sich das so vorstellt. Aber ich bin auch ganz froh drüber, muss ich ehrlicherweise gestehen, dass ich früher, beziehungsweise auch heute, nicht so viel Angst habe oder nicht vor so viel Zeug Angst habe, dass ich gefühlt hier in Panik lebe. Weil es gibt ja Menschen, die haben so übelste Paranoia, ne? Und zum Beispiel meine Mom. Meine Mom hat, als ich klein war, 24/7 die Paranoia gehabt, dass ich irgendwann, wenn ich von der Schule komme oder so, einfach bei irgendjemandem einsteige. Und deswegen musste mich 24/7 in meiner Kindheit meine Schwester abholen, nach Hause bringen, irgendwo hinfahren, jetzt natürlich nicht mehr, aber früher. Früher hatte die echt richtig Angst und hat mir jeden Morgen gesagt, ja, aber steigt nicht in fremde Autos ein, ja? Genau das gleiche ist es mit dem Internet, deswegen habt ihr wahrscheinlich in einer der letzten Videos, wo meine Schwester im Zimmer saß, auch mitbekommen, weiß meine Familie auch nichts von diesem YouTube. Denn ihr müsst euch vorstellen, für die wäre dieses YouTube, dieses ich gebe private Dinge von mir bei und lasse Menschen daran teilhaben, das wäre für sie viel zu komplex. Sie würden denken, es gibt irgendwelche Pädophile oder irgendwelche Kranken, gibt es ja auch keine Frage, Alter. Will ich auch gar nicht abschreiten, dass es die nicht gibt. Was dann auf jeden Fall noch dazu kommt, ist einfach, dass es so ist, dass wenn man nur meine Stimme hört und ich über mein Leben erzähle, keiner sich denken wird, yo, ich finde seinen Wohnort heraus, komme zu ihm
Und dann mache ich sonst was mit ihm. Wisst ihr, was ich meine? So, nur das würden meine Eltern nicht sehen. So, die würden sagen, was, Internet? Da veröffentlicht man noch nichts über sein Leben. Sag mal, bist du bescheuert? Nur ich finde das auch irgendwie, keine Ahnung, ich finde das gut, euch so von meinem Leben zu erzählen, weil oft finde ich ja Fehler, so, die ich gemacht habe oder so. Und vielleicht kann ich irgendjemandem Sachen mit auf den Weg geben, die er dann vielleicht nicht als Fehler macht, sondern direkt sich denkt, yo, der und der hat es schon mal so gemacht und da lief es schon nicht gut, dann mache ich das lieber auch nicht. Das ist ja auch der Grund, warum wir Geschichte in der Schule beispielsweise haben. Einfach dafür, ja, dafür, dass unsere Fehler, die wir gemacht haben vor hunderten Jahren, die wir gemacht haben vor 100 Jahren, vor 50 Jahren, dafür, dass diese Fehler eben im Gedächtnis bleiben und nicht wiederholt werden. Auch wenn ich erwähnen möchte, dass es in der heutigen Zeit oft dazu kommt, dass diese Fehler wiederholt werden. Fragt mich nicht, warum, es macht eigentlich gar keinen Sinn, aber bestimmte Politiker hatten, glaube ich, einfach keinen sogenannten Geschichtsunterricht oder haben da einfach nicht aufgepasst. So, Leute, und zwar habe ich jetzt hier versucht, Betonung liegt wirklich bei versucht, und das sieht doch gar nicht so gut aus, wie ich gedacht habe. Betonung liegt bei versucht. Ich habe hier so ein bisschen geguckt, wie ich das mache, und habe das jetzt so gemacht. Ich habe so eine schräge Treppe gebaut, in Anführungszeichen. Und ich muss sagen, irgendwie gefällt mir die. Wir haben ja hier immer gerade Aufgänge. Und hier jetzt so eine schräge, die irgendwie feiere ich die Treppe. Irgendwie finde ich die richtig, richtig cool, dass man hier hochlaufen kann. Und Wuffi, alles ist gut, Mann, Brudi. Alles ist gut. Ja, aber ich muss wirklich sagen, ich mag das Resultat, was wir hier heute gemacht haben. Sieht top aus, Alter. Gefällt mir richtig gut. Kannst hier entspannt hochgehen, auf ganz entspannt. Ah, ist hier dann dein Abteil, die Abhöhe hier. Da hinten geht's dann noch höher. Hier kann man sogar, ich glaube, hier kann man vielleicht Marktstände oder irgendwas hinbauen, weil hier ist leider, glaube ich, nicht genug Platz für ein Haus. Alles ein bisschen belebter halt machen. Und dann kann man von hier aus hier runtergehen und hier hat man dann Häuser. Was hier hinkommt, weiß ich noch nicht. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat das kleine Abo von dem Video gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.